Joho, Animal Crossing Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Animal Crossing New Leaf. Unser Dorf soll schöner werden, es wird auch Stück für Stück schöner, zumindest bunter, und wir müssen noch ein paar mehr Blumen züchten, dann wird das Ganze ja auch richtig episch. Wir nähern uns auch langsam dem echten Datum an, das ist anstrengend. Und ich habe gerade aus Versehen total Brain AFK, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, aus dem Briefkasten die Briefe entnommen, einmal von Rainer und dann von Christa. Und Christa hat uns einen Gegenstand für zu Hause geschickt. Liebe Honey, da ich annehme, dass du keine Vorbehalte gegenüber gebrauchten Gegenständen hast, sollst du dies für dein Haus haben. Ich hoffe, du hast eine Verwendung dafür. Alles Liebe, Christa. Und sie hat uns hier diesen Tonkachelboden geschickt. Ui, toll. Und wir haben unser Inventar noch gar nicht aussortiert. Ich gehe mal in mein Haus. Und wir hören uns zumindest mal den neuesten Track an und verstauen ein paar Sachen. Sekunde. Mag ich, gefällt mir sehr. Die Harfe möchte ich auch ganz gerne zu Hause mal irgendwo hinstellen. Vielleicht mal gerade vorübergehend hier hin. Das ist die Toilette. Man kann sehr gut zu dieser Melodie spielen. Finde ich cool. Das ist die Zweitstimme dann. Ziemlich gut gemacht. Okay, die Toilette verkaufen wir, weil die können wir ja einkaufen, wenn wir sie mal brauchen. Dich habe ich noch nicht ausprobiert. Was bist du denn? Der headbangt ja. Mach Klopfgeräusche. Dich behalten wir. Du machst Klopfgeräusche. Das ist ja awesome. Behalten, verkaufen. Regiestuhl erstmal auch verkaufen. Lampignon Annalena schenken. Brief schreiben an Annalena. Meine liebste Annalena, schau mal, das ist perfekt für dein Heim. Punkt. Ansehen. Fertig. Hier war der Lampignon, weil das passt ja perfekt in ihre Wohnungseinrichtung. Ah ja, dann können wir das Geschenk von Rainers Galerie auch nochmal entfernen. Und bekommen jetzt hier unsere Eleganzstatue. Den Dutt behalten wir auch. Alles, was wir behalten, mal hier das verkaufen. Kreisteppich, den wollte ich mir angucken. Sieht schön aus, passt aber nicht in unseren Einrichtungsstil. Sieht aber sehr schön aus, muss ich ja sagen. Ist schon sehr edel. Aber der gefällt mir besser. Vielleicht ist das ja was für oben. Die Musik ist toll, die gefällt mir ausgesprochen gut. Ich mag die Animal Crossing Musik doch schon sehr. Das ist nicht übel. Das passt hier gut rein. Das andere war zu pink. Das war zu viel. Das hier, das könnte einen Zwischenstil bekommen. Irgendwas Elegantes, Schickes. Okay, gut. Den wollen wir dann auch behalten. Alles, was wir behalten wollen, kommt auf jeden Fall mal hier rüber, damit ich es nicht aus Versehen verkaufe oder sowas. Oder, ne? Dass ich nicht aus Versehen was einlagere, was ich nicht einlagern möchte. Okay, die Eleganzstatue, die müssen wir Eugen zeigen.
Kristalle, wir hatten noch nie einen grünen. So, hier kommen die Mausoiten hin. Abenteuerhortensie. Ach ja, wir haben ja schon ein paar von diesen schönen Stücken übrig. Gebirgshut. Hasenkapuze, Rubinband, Kreissäge. Wie sieht denn der Gebirgshut aus? Vielleicht passt der ja zu der Frisur. Achso, das war ja unser Gebirgshut hier. Der passt sogar zu der Frisur. Aber ich glaube, mit Hut, auch mit Hut sieht sie nicht gut genug aus. Also sie passt einfach nicht zu mir, ne? Ich meine, das ist eine hübsche Frisur, aber sie passt einfach nicht zu mir. Packen wir das mal da rein, wo es reinpasst. Oh, ja, Mini, ist das voll hier. Ach du Schreck. Habe ich hier irgendwo schon Sommerhibiskus, Sommerhibiskus. Das ist gut zu wissen. Habe ich da nicht schon mehr von gehabt? Irgendwo zwischendrin hier? Ich glaube, es ist jetzt gerade 12 Uhr geworden. Das ist eine Gartenazalee und ein Duftblütenbusch. Ich frage mich gerade, ob ich nicht hier Platz genug dafür schaffen kann. Country-Gitarre ist halt auch geiles Instrument. Ist total super. Möchte ich alles gerne behalten. Shoji-Wand nicht. Die können wir verkaufen. Ich muss sortieren. Ich muss aussortieren. Es ist schlimm, was wir hier alles mit uns rumschleppen. Ach, die können wir alle nicht verkaufen, die Sachen. Das Glücksfrosch-Set muss ich jetzt auch leider verkaufen. Ich kann es ja wieder einkaufen, wenn ich es brauche. Das kann alles weg. Das kann alles hier rüber. Waschmaschine kann ich auch verkaufen. Das Royal-Sofa auch. Kann ich also wieder einkaufen, wenn ich es dann brauche. So, jetzt nehme ich das hier gerade mal raus. Um hier Platz für die Büsche zu schaffen, ja? Hier waren keine mehr zwischen. Das bedeutet, ich kann die hier einfach bedenkenlos rausnehmen. Und hier unten einfach alle einsortieren. Und dann haben wir die Möglichkeit, sogar noch ein paar mehr davon zu sammeln. Schlimm, ne? Dass wir jetzt eine Sortierfolge haben. Sorry, aber das muss halt einfach auch mal sein. Eugen, Eugen, Eugen. Briefpapier, Briefpapier. Ja, auf Briefe schreiben habe ich heute jetzt allerdings nicht so eine Lust. Das ist alles, was wir verkaufen. Da ist noch so ein Dingsoid. Dafür irgendwo hier einen Platz gehabt, einen extra Platz. War doch hier irgendwo, genau. Herzchenteppich, den muss ich auch wieder zurückpacken. Den behalten wir natürlich. Wir haben sonst alles dabei, was wir brauchen. Und verlassen jetzt dann doch mal das Haus, endlich. Hust. Hat ein bisschen gedauert, ja, tut mir leid. Das musste sein. Ah, die Musik hier draußen ist schön. Und hier können wir wieder Bambussprossen ausbuddeln. Oh, eine Bambussprosse. Das haben wir gelohnt. Ja, schon. Also die kann man ganz gut verkaufen, ne? Wenn wir mehr davon hätten, könnten wir wirklich recht viel verdienen, ne? Aber ich will hier nicht alles voll mit Bambussprossen haben. Ist ja jetzt schon nicht mehr auszuhalten, wie viel von dem Zeug wächst. Die Bambussprossen müssen wir später gut einbuddeln, damit dann drumherum nicht immer was wachsen kann. Oh, da drüben scheint auch noch irgendwas verbuddelt zu sein. Was haben wir hier? Ein Fossil. Oh, hier, Mandy, mein Inventar wird immer voller. Mehr kannst du nicht tragen. Erstmal tauschen wir das einfach. Mit... Können wir die nicht stacken irgendwie? Tausch das mal mit einer... Einfach austauschen. Dann tun wir die Bambussprossen gerade mal miteinander stacken. Ich weiß, dass man Fossilien nicht stacken kann, aber ich sehe schon ein, warum das aus logischen Gründen eigentlich nicht geht. So. War hier noch irgendwas zum Ausbuddeln? Nein. Auch nicht bei den Popos? Nein. So, jetzt hatte ich ja schon Fatima hier gesehen. Oh, und es ist wieder alles nachgewachsen. Das muss ich wieder verkaufen, ernten und verkaufen. Mischka Baby Boo, hi. Hey, hör mal. Ich habe eine total gute Idee, wie wir die Lebensqualität in Pilzdorf verbessern könnten. Ich finde nämlich, dass uns hier eine Straßenlaterne fehlt. Ich weiß, dass zumindest mich das glücklich machen würde, Honey. Ich sag Melinda Bescheid, dann könnt ihr beide das ja mal eben in die Wege leiten. Auf jeden Fall, das ist eine gute Idee. Eine Straßenlaterne finde ich richtig klasse. Das ist eine super Idee. Hi, mein liebes Fatima? Fatima? Hallo, Honey, du siehst aber mal wieder zufrieden aus, Bim Bam. So, wolltest du über irgendwas Bestimmtes sprechen? Ach, unterhalten wir uns einfach. Ich habe neulich
gelesen, wie wichtig frisches Obst für eine ausgewogene Ernährung ist. Ich muss dringend eine Frucht essen, denn in letzter Zeit habe ich dauernd Schlagsahne genascht. Oh, Fatima. Meinst du, du könntest mir irgendeine Frucht bringen, falls du eine findest? Geht klar. Das ist wirklich lieb von dir. Ich bin schon mal gespannt. Irgendeine Frucht. Was macht der Jan da? Jan angelt. Dicker Fisch, komm schon, dicker Fisch. Wo treibst du dich rum? Großartig. Dann nehmen wir doch einfach mal eine Zitrone. Hi, Fatima. Huhu, Hani, willst du irgendwas besprechen? Bam. Frucht gefällig? Wie aufregend. Dann bekommst du von mir jetzt eine Zitrone. Tada! Oh, juhu, endlich gibt es was zu futtern. Aber Vorsicht, die ist sauer. Wow, die vertilgt die einfach so. Saftig, aber nicht wässrig. Etwas sauer. Nicht zu süß, aber auch nicht zu sauer. Ja, so mag ich das. Ich bin dir wirklich dankbar. Dafür gebe ich dir sogar mein 3D-Shirt. Oh, das kennen wir doch. Die Dinger sind nicht sonderlich hübsch. Jetzt bin ich richtig vollgestopft. Vielen Dank, Hani. Oh Gott, die waren ja nicht so hübsch, die 3D-Shirts, ne? Jo, die sind etwas creepy. Sieht nett aus, aber ich mag meins lieber. Danke, Fatima. So, Barry schlawenzelt wahrscheinlich auch wieder draußen irgendwo rum. Oder ist er zu Hause? Barry ist zu Hause! Ich habe Barry ewig schon nicht mehr zu Hause erwischt. Oh, das ist aber hübsch hier. Oh, mit dem Bettchen. Hi, Barry, Baby. Huch, wer ist da? Ach, du bist das Dr. H. Du schleichst dich ja ganz schön an. Wie ein richtiger Ninja. Also, worum geht's? Plaudern wir. Ihre Stadt sieht in letzter Zeit viel sauberer aus. Kein Müll, kein Unkraut und frische Luft. Hurra! Es liegt bestimmt an deiner neuen Verordnung, Brumm. Ach, ist das schön hier. Bye, Barry, Baby Boo. Da oben war gerade noch Christa. Mal gucken, ob die mit uns reden möchte. Hi, Christa. Guten Tag, Hani. Bei so schönem Wetter kriege ich richtig Lust, produktiv zu sein. Wolltest du etwas Bestimmtes? Ach, einfach nur fragen, wie es geht. Möchtest du mich später besuchen kommen, Hani? Ich kann dir meine neue Einrichtung zeigen. Ja, klar, ich komme gerne. Dann los. Ich folge dir, Hani. Na, dann gehen wir mal Christa besuchen. Das ist ja auch gar nicht weit von hier. Und zack. So, wir haben es geschafft. Warte, ich öffne dir die Tür. Mal gucken, wie es bei Christa jetzt innen aussieht. Och, schick. Bitte komm doch rein, Hani. Ich hätte ihr nicht die Dusche schenken sollen. Irgendwie, ich weiß ja auch nicht. Das ist so halbasiatische Einrichtung. Der Stuhl hier passt nicht ganz so dahin. Die Dusche ist so ein bisschen fehl am Platz, persönlich. Kann man die anmachen? Nee. Wäre auch ein bisschen merkwürdig dann. Aber einen schönen Fisch hat sie hier. Das Bett ist vielleicht ein bisschen... Das ist alles so teilweise passend. Teilweise passend. Bisschen durcheinander gewürfelt, die Einrichtung. Sieh dich ruhig ein wenig um, Honey. Fisch. Guck mal, ob es das in den Schubladen zu finden gibt. Kann ich Schubladen aufmachen? Nein. Ich muss anfassen. Ich will Sachen anfassen. Kaktus. Ein Zuhause ohne Pflanzen ist die Buchstabensuppe ohne Krümel. Genau deswegen habe ich auch so viele Pflanzen. Pflaum. Naja, zwei Stück. Ich habe mehr. Hängt bei ihr sonst noch irgendwas an den Decken oder so? Zumindest nichts, was ich jetzt gerade gesehen habe. Ich bemühe mich stets, mein Haus so ordentlich zu halten, dass mich auch spontaner Besuch nicht stört. Obwohl ich zu meiner Schande gestehen muss, dass ich hier die ein oder andere Wollmaus habe. Wollmäuse? Ach Mensch, muss man mehr staubsaugen. Na gut, aber wir verziehen uns mal wieder. Nein, du kannst noch nicht gehen. Du musst mir doch vorher sagen, wie es dir hier gefällt, Hani. Das ist top. Das freut mich, Pflaum. Es war mir ein besonderes Anliegen, dich zu beeindrucken. Mach's gut, Hani. Meine Wohnung ist schöner. Hust. Was? Habe ich das laut gesagt? Ein bisschen. Oh, da ist ja Lily. Hi, Lily. Na, Lily, möchtest du einkaufen gehen? Oder nicht? Also, ich möchte verkaufen gehen. Mal wieder. Haha. Hehe. Hihi. Ich bin gemein.
Oh, da ist ja Quacks. Oh, hallo, herzlich willkommen. Ja. Hi, Quacks. Ich bringe hier meine gebrauchten Sachen her. Für jemand anderen sind sie ja neu. Sehr gut. Was kann ich für dich tun? Verkaufen. Ah, du möchtest etwas verkaufen. Aber gerne, was hast du mir denn mitgebracht? Ganz viel Schrott. Schöne Sachen. Die Bambussprossen, das 3D-Shirt, das Royal-Sofa, die Waschmaschine, ein Glücksfrosch-Set, eine Toilette, Regiestuhl, Tonkachelboden und die Shoji-Wand. Das war's nicht, ne? Die Eleganzstatue nicht, nein. Jo. Oh, ist das alles? Das ist ja fast ein ganzes Inventar. Okay. Lass mich mal kurz zusammenrechnen, dann wollen wir mal sehen. 6.434 Sternis könnte ich dir dafür insgesamt zahlen. Ist das in Ordnung? Ja, abgemacht. Ja, vielen Dank. Bring gerne mal wieder etwas vorbei. Quacks guckt gerade, ob sie das hier kaufen möchte. Ich weiß ja nicht, ob das zu deinem Stil passt. Das hier oben ist viel schöner. Das würde unglaublich süß an dir aussehen. Aber sie guckt, ob... Nee. Danke für deinen Besuch. Komm bald wieder, wenn du wieder was verkaufen willst. Gucken wir mal im Café vorbei, ob jemand im Café gerade unterwegs ist. Lilly steht immer noch unentschlossen vom Einkaufszentrum und weiß nicht, ob sie in die Fundgrube soll. Ja, nein, jetzt will sie angeln gehen. I see. Hm, hier ist niemand. Oh, schade. Ich hab mich anguckt. Möchten Sie vielleicht einen Kaffee? Nee, danke. Um die Uhrzeit einen Kaffee, ich weiß ja nicht. Vielleicht am Nachmittag. Kurz nach 12. Palim, palim. Gucken wir uns noch ein bisschen hier um. Vielleicht entdecke ich ja einen neuen Stein oder meinen Geldstein, den ich mal wieder finde. Ich habe schon ewig keinen Geldstein mehr gefunden. Nein. Geldstein, wo bist? Was ist das? Ein Fossil. Naja, das ist doch richtig super. Mehr wollte ich ja auch gar nicht. Zack. Bist du vielleicht mein Geldstein? Nein, bist du nicht. Mann, oh. Und wer von euch ist neu? Irgendwo muss auch ein neuer Stein sein, den ich noch nicht kenne. Ich ja nicht geschlagen habe mit meiner Schaufel. Ist auch nicht mein Geldstein. Eine kleine Biene. Boah, ich würde so gerne mal wieder in Quacks Wohnung. Ich würde jetzt gerne sehen, wie sie inzwischen aussieht. Und Twitter hat eine Nachricht für mich. Guck ich doch gleich mal nach. Okay, das war's wieder. Dann stecke ich mal all mein Geld ein. Dann das ist mein Geldstein. Und der noch? Jawoll. Zack. Kann man die eigentlich miteinander stacken? Ja, ne? Nur die halt irgendwie auch nicht so ganz. Ganz schön viel Zeug. Was gibt es denn hier zu lesen? Ganz wichtig. Heute ist bei Nook & Nooks Heim- und Gartenbedarf etwas Seltenes im Angebot. Ein Triumphbogen. Oh, cool. Den möchte ich, glaube ich, haben. Ja, dann ist das nur mit dem Kaffee noch drin. Okay, dann gehen wir uns mal einen Triumphbogen an, angeln. Ah, ich wollte gerade sagen, den kenne ich doch schon. Quentin zu Hause. Sonst irgendwo jemand zu Hause? Annalena on Tour? Leonardo haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen und Hallo gesagt. Puff. Ach, Quentins bunte Wohnung. Hi, Quentin. Na, wie geht's dir so? Ja, nee. Du kommst mich zu Hause besuchen. Ich fühle mich geehrt. Quack. Also, was gibt es? Unterhalten wir uns. Fatima, ich und ich scheinen uns auf unseren Spaziergängen durch die Stadt ständig zu verpassen. Vielleicht ist es besser, wenn ich einfach hier bleibe und du mir Fatima vorbeibringst, oder? Das ist jetzt nicht wirklich mein Problem. Du kannst ja selber zu Fatima vorbeigehen. Was ist denn das jetzt hier? Was bin ich denn hier? Ein Taxi? Was? Du willst mir nicht helfen? Schon gut. Heute ist einfach nicht mein Glückstag, Quack. Nee. Quentin, ganz ehrlich, du hast selber zwei Watschelfüße. Du kannst selber zu Fatima watscheln. Das muss jetzt nicht ich erledigen. Vor allen Dingen, Fatima ist immer bei mir vor Ort. Immer bei mir zu Hause. Das ist jetzt nicht schwer, dahin zu gehen. Wo ist der Stein, den ich noch nicht kenne? Wo ist mein Diamantstein? Günther, hast du meinen Diamantstein irgendwo gesehen? Ja, hab ich. Ich weiß, wo der gewachsen ist. Ich kenne ja solche Dinge, ja. Solche Gerüchte verbreiten sich ganz schnell, aber ich sag dir natürlich mal wieder nicht will. Du bist ein fieser Mob. Was ist das denn für ein cooles Vieh? Der da ist neu. Siehst du, Günther, ich brauch dich gar nicht.
Das ist eine Gottesanbeterin auf der Blume. Oder ein riesengroßer... Ja, ein Grashüpfer ist das, glaube ich. Tja, Günther, dann gehe ich jetzt einfach an dir vorbei und tue so, als hätte ich dich nie gesehen. Puh. Hi, Mischka. Du gehst hier gießen? Hey, du ist ja toll, dich wiederzusehen, miau. Willst du quatschen? Ja, warum nicht? Was gießt denn du gerade? Hey, ich würde ja mal total gerne dein Haus von innen sehen. Bitte, bitte, bitte. Ich will unbedingt sehen, wie es jetzt aussieht. Kann ich später vorbeikommen? Klar, klingt gut. Prima, ich habe zu tun bis 13 Uhr alles. Danach ist okay für mich. Um wie viel Uhr soll ich also vorbeikommen? Oh komm, dann machen wir mal 19 Uhr draus, weil dann tue ich um 19 Uhr wieder Insekten sammeln gehen. Okay, ich komme um 19 Uhr zu dir. Bis dann, Honey. Alles klar, Mischka, alles klar. Ein Leonardo heute hier unterwegs oder ist der auch zu Hause? Können wir mal nachgucken? Nee, das sieht sehr dunkel aus. Tja, dann gehen wir nochmal kurz in die Stadt und schauen uns da um. Und bei Lily würde ich auch so gerne reingucken, aber Quax und Lily sind immer unterwegs. Dabei habe ich denen am meisten Möbel geschickt. Achso, was ich mal machen wollte, waren hier die Dinger wegwerfen. Ja, das muss ich erst lesen. Das ist von Rainers Galerie. Ah, verspatscher mal deiner Statue. Dankeschön. Ich brauche wieder Platz im Inventar. Dann zu Immunok. Palim, Palim, Pock. Oh, ein Rosa. Willkommen, willkommen. Oh, ein Rosa. Das ist ja schon hübsch. Passt aber trotzdem nicht zu mir. Es ist nicht der Briefkasten, den ich möchte. Vielen Dank, Mann. Für gar nichts mal wieder. Aber egal. Kein Problem, ey. Samsel besuchen gehen? Ups. Ich wollte nicht in ihrer Türmatte graben. Ich habe jetzt fast die Türmatte ausgebuddelt, wie das wohl ausgesehen hätte, wenn ich da mit so einer Schaufel und einer Türmatte rumgelaufen. Naja. Hi, Samselt. Oh, wir haben noch geflossen, das weißt du doch eigentlich. Du bist wieder hier, um mir Obst zu bringen, ja? Das ist ja unglaublich. Und was gibt's diesmal wieder? Ich bin ja sehr gespannt. Ich habe für dich eine Zitrone. Oh, super. Eine Zitrone? Na, die sieht ja richtig sauer aus. Aber sauer macht lustig und ich bin ja Komiker. Von daher, das ist doch sicherlich super für mich. Ja, die ist wirklich sauer gewesen. Aber ich fühle mich gleich viel erfrischter und voller Vitamin C. Also erstmal Dankeschön und jetzt werde ich mich mal revanchieren mit einem Spitzenwitz, ja? Weißt du Bescheid? Wartest du kurz, das kommt jetzt wieder vorbei, Mann. Na, mal schauen, was das für ein Spitzenwitz sein soll. Danke, danke, Sie sind ein großartiges Publikum. Heute ist auch wieder meine Praxis offen für Gefühlsausbrüche. Mein Lachenwitz ist genau die richtige Medizin, wenn du das echten Herzen leidest. Heute musste ich wirklich laut lostrusten, schon am Morgen. Und weißt du auch warum? Gestern Abend gab es stehende Ovation nach meiner Vorstellung. Ernsthaft? Und dann bin ich aufgewacht und habe gemerkt, dass das alles nur ein schöner Traum war. Oh, Samsel, please. Was meinst du? Ich glaube, meinen Lachenwitz kennst du gar nicht. Warte, kannst du ja gar nicht lachen, das ist ja peinlich. Tja, ein neuer Eintrag in dein Witzebuch. Und jetzt viel Spaß beim Lachen verbreiten, Mann. Ich kann lachen. Endlich kann ich lachen, ja? Cool. Oh, das ist ja süß. Das tausche ich mal aus mit... Damit. Oh, voll niedlich. Endlich kann ich lachen, das konnten immer alle anderen Bewohner in Animal Crossing auch und ich konnte mal nicht doof rumlachen, das ist gemein. Briefe lohnen sich erst wegzuschicken, wenn ich wieder ein paar mehr habe. Dann gucken wir doch mal hier jetzt nach dem Triumphbogen, was auch immer das darstellen soll. Willkommen, willkommen, ja, ja. Mhm. Da gibt es eine große Badewanne. Oh, das sieht ja schön aus. Ah, am Rande. Eine gute Wahl in der Tat. Wartet, ist ein schönes Lied. Kostet 3200 Sternis. Willst du es haben, Mann? Erst Probe hören. Du hast wirklich nur 3200 Sternis, ey. Ähm.
Das ist so klassische Leonardo-Musik. Die kaufe ich für Leonardo. Vielen Dank für deinen Einkauf, ey. Ich bestätige hiermit, von dir 3000 seine Sternis erhalten zu haben, ey. Ein Triumphbogen, ist das da? Dieser wunderschöne Triumphbogen ist unser Angebot der Tageswahr. Für nur 9200 Sternis gehört das Item dir. Hab ich Interesse hier weckt? Ja, komm her damit. Vielen Dank, Mann, für den Einkauf, ey. Ich bestätige hiermit, von dir 9200 Sternis erhalten zu haben, ey. Oh, haben, Regal. Das ist ein Landreal, eine gute Wahl in der Tat. Kostet 1200 Sternis und sieht richtig nice aus. Nehmen! Vielen Dank für deinen Einkauf, ey. Ich bestätige hiermit von dir, 1200 Sternis erhalten zu haben, ey. Eine Kerze und ein blaues Dingsbums. Nee, brauche ich nicht. Bögen habe ich jetzt heute auch eher weniger Interesse ran. Würde sagen, ich gehe mal zu Gerd und gucke, ob der noch irgendwas hat, was mich kehrt. Was ich haben will. Die Palme kenne ich schon. Willkommen. Schön, dass du mal wieder reinschaust. Ja, ich hätte gern die Tanne hier. Was haben wir da? Ein Zedernbäumchen, das ist ja ein Träumchen, das nadelt ein bisschen. Was ist so? Nicht, dass sie sich stechen tun. Dafür nehme ich. Warten Sie, lassen Sie mich denken. Jetzt weiß ich es wieder. Das waren hier 60 Sternis. Kuffen Sie, Chef? Ja, komm, wir möchten auf jeden Fall haben. Oh, mein Nintendo 3DS blinkt. Das ist nicht gut, wenn das Ding blinkt. Heißt es, dass der Akku ist nicht gut? Warte, ich muss. Wo ist das Ladegerät? Ich muss nur Ladegerät. Ladegerät, wo bist du? Ladegerät. Wo ist das? Ladegerät. Komm bei Fuß, Ladegerät. Ladegerät. Ich kann mein Ladegerät nicht finden. Schnell, Gerd, sprich schneller. Oh Gott, bis zum nächsten Mal bei Animal Crossing New Leaf. Unser Dorf soll schöner werden. Wo ist mein Ladegerät? Wo ist mein Ladegerät? Oh mein Gott, kommst du her? Ich finde es nicht. Irgendwo wird es sein. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.